Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch nochmal Paulus, meine Projektgitarre, die ich speziell für den Worship-Bereich für mich gebaut habe, vorstellen. Einfach heute jetzt nochmal mit etwas besserer Klangqualität. Ihr seht hinter mir meinen Marshall AS50D, einen Akustikverstärker. Und der Sound der Gitarre geht direkt in diese Hodges & Kettner Cream Machine. Die ist momentan auf Bypass geschaltet und dann direkt in den Marshall. Und der ist ganz neutral eingestellt. Dann geht entsprechendes Signal weiter in meine Soundkarte. Ein Kanal ist dieses Mikrofon, über das ihr mich jetzt gerade reden hört. Und der zweite Kanal ist sozusagen der DI-Ausgang direkt von dem Marshall. Da ist ein bisschen Hall drin und das war es auch schon. Ich möchte euch einfach hier ein bisschen was vorstellen und erklären. Nochmals, wie diese Gitarre hier funktioniert. Also, ich habe hier im Prinzip zwei Pickups, zwei Humbucker und dann noch einen Piezo-Tonabnehmer, der hier unterm Steg sitzt. Ich habe auf diesem Schalter schalte ich um zwischen den ganz normalen Humbuckern und dem Piezo. Und ich kann auch beides mischen. Ja, so. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem Humbucker-Sound an. Der Humbucker-Sound, also ich habe hier einen normalen Lautstärkeregler. Ich habe hier eine normale Tonblende. Und dieser Blendregler hier, den ihr da seht, ersetzt im Prinzip diesen Schalter, der normalerweise da damit belegt ist. Das heißt, ich habe hier, wenn ich auf 1 gedreht habe, also ganz nach links geblendet habe, nur diesen Pickup, und wenn ich ganz nach rechts geblendet habe, habe ich diesen Pickup. Und diese beiden Pickups, ja, sind jetzt im Moment im ganz normalen Zustand, wie sie ausgeliefert wurden bei diesem Bausatz. Das heißt also, diese beiden Spulen sind seriell, da habe ich nichts dran geändert. Und diese beiden Spulen sind jetzt momentan auch seriell miteinander verschaltet. Das geht über diesen Schalter. Das heißt also, auf 1 sind sie seriell, auf 2 sind diese beiden Spulen parallel, auf 3 ist es nur diese Spule, auf 4 ist es nur diese Spule, auf 5 sind beide seriell, aber einer davon verpolt, und auf 6 sind beide parallel und einer davon verpolt. Das ist im Prinzip die ganzen Schaltungsmöglichkeiten, die ich habe. Natürlich mit diesem Blendregler ist da noch vieles möglich. Und ich habe noch eine Spezialstellung, die hier sozusagen, wenn ich auf 10 gehe, hört man vielleicht jetzt einen kleinen Mikroschalter. Dieser Mikroschalter, also so ist im Prinzip jetzt nur dieser Pickup. Wenn ich aber den Mikroschalter einschalte, sind es beide Pickups zusammen. Das macht bei 1 jetzt noch nicht so wahnsinnig viel aus. Das heißt also, ich habe so waren es beide zusammen. So ist jetzt nur der. Sehr dumpf. Und so ist es nur der. Etwas heller. Genau. Ich denke, man hört hoffentlich meine Stimme ganz gut. Also, es macht auf Stellung 1 jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber meine Lieblingsstellung ist eigentlich, mit der ich fast alles spiele, ist, dass diese beiden Spulen parallel sind. Ich habe jetzt gerade auf den Pickup geblendet und man hört, schon ein relativ schöner Akustiksound, ja? So, und diesen Akustiksound kann ich natürlich jetzt stufenlos auf diesen Akustiksound überblenden, ja? Und es gibt noch einen sehr extremen Übergangsbereich, in dem sie sich etwas aufheben, auslöschen und damit diesem Übergangsbereich und diesen beiden Klängen arbeite ich eigentlich fast ausschließlich. Das
ist jetzt eher so ein bisschen, ja, Single-Coil-mäßig vom Klang her. Und wenn ich jetzt beide einfach nur auf Mittelstellung, diesen Regler, der hat so eine Rastungsmittelstellung, wenn ich das da drauf drehe, habe ich ein bisschen was von beidem. Ich habe Höhen, ja. Und ich habe auch Bässe. So, wenn ich jetzt diesen Sound einfach für normales Akustikspielen nehme, klingt es halt immer noch nach Humbucker, obwohl es eine sehr schöne Klangfarbe ist. Wird auch für die meisten Fälle ausreichen. Ich habe jetzt halt mit diesem Piezo, ich zeige euch den mal alleine, der hat sehr viele Höhen. Und diese Höhen, die haben einfach eine gewisse Farbgebung. Und natürlich hat er auch eine andere Kapazität, eine andere, ja, Induktivität natürlich auch. Das heißt also, wenn ich jetzt zu den Humbuckern diesen Sound noch dazu schalte, ändert sich der Klang der Humbucker und natürlich auch des Piezos. Und jetzt habe ich eher so dieses typische bei einer Akustikgitarre, dass die Mitten ein bisschen weniger sind. Und die Höhen da sind und die Bässe da sind. Und das ist jetzt eher so eine kleinere Akustikgitarre, wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen mehr auf diesen überblende. So, jetzt sind wir wieder auf diesem Anschlag. Das heißt, jetzt ist nur dieser Pickup parallel momentan zusammen mit dem Piezo. Und ich will euch jetzt den Piezo-Klang von allen Stellungen mal hören lassen. Das heißt also. Ist ziemlich schwach natürlich. So, das heißt, der hat auch so relativ wenig Dampf, ja. Thank you.
jetzt noch, dass, ich schalte noch mal kurz auf die Humbucker, dass nicht jeder Sound bei diesem Überblenden einen Auslöschungsbereich hat. Der wird eigentlich nur dumpf. Ja? 2 hat diesen schon beschriebenen Übergangsbereich. Und wenn ich auf voll schalte, das gleiche. 3. Der hat diesen Bereich. Relativ weit vorne. 6 hat ja kaum Eigensound so. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die 4 gehe, dann habe ich natürlich diesen etwas weicheren Sound. Piezo dazu. Akustisch klingendste Sound. Das war einfach jetzt mal so ein bisschen ein Querschnitt. Ich kann natürlich lang nicht jeden Sound zeigen, weil es einfach, ja, einfach zu viele Schaltungsmöglichkeiten gibt. Und man findet einfach dann auch das Passende für den eigenen Verstärker, für den Sound im Moment. Was jetzt dazu kommt natürlich, ist, ich kann auch die Kriegmaschine einschalten. Da tue ich natürlich den Piezo dann raus. Und ich lasse das jetzt gerade mal auf diesen gleichen Sound. Schalte die Kriegmaschine vom Bypass aus. Ich habe hier Halbgas eingestellt bei der Kriegmaschine und ich habe natürlich die Möglichkeit mit dem Lautstärkeregler. Thank you.
normal, wenn man sie kauft, sozusagen klingt. Und so mit beiden. Stellung 2. Beide sind an. Eigentlich selten, weil ich gern einfach diesen Zwischensound spiele. Diese Zwischensounds sind dann gar nicht mehr so arg deutlich. Ich mache die Tonblende natürlich jetzt wieder auf. Es ist eigentlich der Effekt, dass vor allem die Bässe rausgehen. Zehn stehen, das heißt, beide sind gleichzeitig an. Auch flacher Sound, wenn ich jetzt auf Mittelstellung von dem Überblendregler gehe, klingt da nicht ganz so brachial irgendwie. Ich finde es natürlich auch in diesem Übergangsbereich hier. Thank you.
Ausgangsleistung wie jetzt der. Vor allem nicht in Parallelstellung, ja. Und dementsprechend ist natürlich dieser Übergangsbereich, wo sie beide hier nicht in der Mitte, wo sie beide gleich laut sind, nicht in der Mittenstellung, sondern tatsächlich hier irgendwo. Ja. So, das sind so im Prinzip die Möglichkeiten, die man jetzt hier hat. Also auch im Single-Coil-Bereich hört man natürlich eine andere Einstreuung. Das habe ich natürlich im Humbucker-Bereich nicht so. Weder seriell noch parallel. Im Single-Coil wird es deutlicher. Auch der andere Single-Coil. Und auch in den Out-of-Phase-Schaltungen ist natürlich hier weniger Humbucking-Effekt. So, einfach mal, um das noch zu visualisieren. Schön weicher Sound, wenn man Lautstärke ein bisschen zurücknimmt. Fingernägeln, die vier sind lang und dann zu stark sind, kann ich die Tonblende reinmachen.
Ja, ich denke, so einen kleinen Überblick habt ihr bekommen. Das Schöne ist ja tatsächlich. Natürlich die 4, also im Prinzip dieser Single Coil hier, recht schön. Vor allem von klar, stufenlos. Das Ganze nochmal ohne. Jetzt so. Klingt auch ziemlich gut, aber irgendwie gibt es noch den gewissen. Wenn ich mit Looper spiele, spiele ich sehr gerne diese Gitarre, weil ich einfach die Möglichkeit habe, irgendeine Picking oder irgendwas mit Strumming. Thank you.
Ja, ein kleiner Abriss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habt so ein bisschen die Möglichkeiten und auch den Spaß, den ich dran habe, gehört und gesehen. Und deswegen habe ich auch, ja, jetzt am Schluss war ich wohl doch nicht mehr ganz im Bild. Ich habe es versucht, dass ihr immer die Stellungen einfach meiner, ja, Tonblenden und so weiter mitsehen könnt. Also, viel Spaß. Ach ja, es steht was an. Und zwar habe ich hier, ja, meine Lieblings-Pickups. Die werde ich demnächst hier trotz allem in diese Gitarre einbauen, weil ich denke, damit klingt sie noch ein Ticken besser. Ich habe die Pickups in meiner anderen selbstgebauten Gitarre und ich liebe sie einfach von ihrem Sound her. Und deswegen werde ich das auch hier machen. Und deswegen habe ich jetzt auch nochmal hier alles aufgenommen, dass man einfach dann vielleicht auch den Vergleich hat. Also, ja, demnächst auch das Video mit den nächsten Pickups. Also, tschüss, macht's gut.